Hallo und herzlich willkommen zurück zu Boxes Inc. Heute sind wieder die Pakete dran, die gesprengt werden müssen. Es geht weiter mit Level 14. Das letzte Mal haben wir ja etwas mehr Geld bekommen und können uns theoretisch unseren Monitor schon leisten, der unseren Drucker ersetzt. Aber da sparen wir mal noch ein bisschen, dass wir noch Puffer haben. Sind Sie bereit? Selbstverständlich sind wir bereit. Die Regeln haben sich verändert. Das ist nicht gut. Pakete können zusammen einkommen. Was? Verbotslisten könnten sich verändern. Weitere Informationen kannst du im Buch finden. Die Zeit sehr, sehr stark hochgegangen auf 6 Minuten 50. Und wie immer am Anfang der Folge die Hauptregeln. Auf den Paketen muss vorhanden sein. Nummer, Lieferdatum, Bestimmungsland und Lieferungsmethode. Das aktuelle Lieferdatum muss vor dem 14.06.2050 liegen und neu dazugekommen ist eine Gruppennummer. Das Paket kann die Nummer von Gruppe haben. Zum Beispiel A1,5 bedeutet, das Paket zur Gruppe A gehört und es das erste Paket von 2 in der Gruppe ist. Also ist es wahrscheinlich 1 von 2. Wenn ein Paket in der Gruppe falsch ist, soll das Verschicken allen Paketen dieser Gruppe abschaffen werden. Wenn es keine falschen Pakete in der Gruppe gibt, sollen alle Pakete versendet werden. Die Begleitpapiere. Einige Pakete können einen Strichcode haben, das hatten wir in der letzten Folge neu dazu bekommen. Gewichtsregeln bleiben gleich mit 1 Kilo bis 10 Kilo für Boxen und 0,05 bis 0,9 Kilo für Briefe. Wir müssen uns an die Adressen für die jeweiligen Länder halten. Drogen und Waffen für die UMSR sind verboten. Neu dazugekommen ist, Mafau will keinen Fisch haben. Radioaktiv können immer noch nur die Pakete aus Mafau sein. Dann holen wir uns hier mal jetzt ein paar Pakete ran. Und gleich mal noch einen Barcode-Scanner. Da ist er. Und einen Geigerzähler für die MV-Pakete. Und wir holen uns jetzt hier nochmal direkt einen Schwung ran. Da müssen wir jetzt mal schauen, dass wir dann auch, wenn da wirklich so Gruppen sind, die richtigen zusammensuchen können. Ich hole gleich mal noch ein paar mehr. Wenn wir dann wirklich jetzt noch Gruppen bilden müssen, ist es vielleicht nicht so verkehrt, wenn wir da ein bisschen Auswahl haben. So. Mal gucken, dass wir die vielleicht irgendwie von dem Band runtergeschoben bekommen. Anfassen will ich es noch nicht, weil dann geht nämlich der Timer los. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir voll durch. Mit einer gültigen Nummer, einem gültigen Datum. Kingdom of Zecha ist unser Absenderland, unser Zielort ist Mafau, deswegen scannen wir es gleich mal. Es ist nur Obst, das ist zulässig, die Adresse passt. Wir haben einen Zug abgebildet. Und wir prüfen unsere Begleitpapiere. Das heißt, per Zug geht es nach Mafau, 12.07.50, das passt, auch die Nummer. Sieht auf den ersten Blick richtig aus. Grüner Bereich, einmal bitte für dich. Begleitpapiere weg. Nummer haben wir. Dagestan ist unser Zielort, Absender ist Mafau. Die Radioaktivität hält sich noch in Grenzen und wir haben Teil C10110101111. 1 von 2. Akrat ist richtig per LKW. Ich hole jetzt mal hier das nächste Paket ran. Ob jetzt hier auch C1, das ist 2 von 2. Das passt also. Da geht es UMSR von Kingdom of Zecha aus kommend. Datum passt, Nummer passt. Adresse ist auch korrekt per Luftfracht. Das ist in Ordnung. Jetzt schauen wir mal noch auf die Werte von den Begleitpapieren. Per Luft in die UMSR, 17.06.50. Das müsste passen mit der Nummer, auch die ist korrekt. Dann bitte beide Pakete einmal in den grünen Bereich. Eine neue kleine rote Kiste per Luftfracht mit einer gültigen Nummer, einem gültigen Datum. Nach UMSR von Segestan aus kommend, ist aber zu schwer, also deswegen weg damit. Jetzt schaue ich nochmal kurz, ob noch irgendwo so eine Teilenummer drauf ist. Aber das ist nicht der Fall. Dann holen wir jetzt mal hier die großen Pakete. West Denglied passt zu Kingdom of Zecha. Absender ist Mafau. Also scannen wir erstmal auf Radioaktivität.
Das ist in Ordnung. Nummer passt, Datum passt, per Zug auch das ist in Ordnung. Was ich persönlich nicht in Ordnung finde, ist der Strichcode. Dann schauen wir mal, ob das passt. Per Zug, Kingdom of Zecha, 30.06.50 und eine Nummer 36 FAC. Das reicht mir. Grün. Dann weg damit und auch hier weg damit. Wir holen mal wieder ein paar Pakete nach. Absendungsland ist Mafau per Luftfracht. Dann scannen wir jetzt erstmal auf Radioaktivität und auf Gewicht. Das sind die Sachen, die wir am schnellsten machen können. Dann müssen wir mal noch uns gleich die Begleitliste holen. Also das mit dem Überfallen über das Zeugs, das ist ein bisschen nervig. Wir müssen in die UMSR nach der Adresse. Wir haben aber, ich hätte mir es sparen können, wir haben gar kein UMSR angegeben. Mit einer gültigen Nummer, einem gültigen Datum, geht es nach Segistan von UMSR aus per Luftpost. UMSR müssen wir aber, davon da kommt es her, müssen wir nicht scannen. Aber den Strichcode müssen wir uns holen. Moment, das habe ich aber zwei hier, ne? Land Segistan. Nummer 118D5, das passt. 14.02.51, auch das ist korrekt. Was sagt denn unsere Zeit? 3 Minuten 18 Sekunden. Dann starten wir durch mit dem nächsten Datum. Das ist nämlich korrekt. Nummer passt, Land passt, Absender passt, auch die Adresse passt zum Land. Die Versandart fehlt mir. Versandart kann ich keine erkennen, also ab in den roten Bezirk. Ja, soll es mal oben drauf liegen bleiben, da komme ich noch dran zum Glück. Mertes Rep muss in UMSR liegen. Das tut es per Zug mit einem gültigen Lieferdatum. Strichcode haben wir auch, aber wir scannen erstmal auf Waffen. Scheint aber nur Papier zu sein. Wir gehen in die UMSR, das passt, die Nummer passt auch per Zug, auch das ist korrekt, Lieferdatum ist richtig. Oh, und mal wieder zur Abwechslung das Päckchen richtig getroffen. Von Mafau kommend, ist es in Ordnung, was die Radioaktivität angeht. Holen wir uns mal den Begleitzettel. Es geht per Zug nach Segistan, das würde von der Adresse her zumindest passen, am 19.06. Das ist gut, die Nummer passt auch, bitte einmal grün. Oh, das war mit Latte war das. An die Latte und rein ins Tor. Nummer haben wir, Adresse haben wir, Lieferdatum passt. Der LKW Teil D101, ganz viele Nuller, 2 Land Segistan. So, mal gucken. Halt, da geblieben. Hier hinten dran kommt noch so eins. Das sieht so ähnlich aus. Das geht in die UMSR. 26.06. passt. Und Soviet Rep. Da haben wir aber irgendwie keine Teilenummer. Dann scannen wir das erstmal. Lassen das andere kurz liegen. Das ist nur Alkohol. Das ist zulässig. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo noch eine Teilenummer finden. Lieferdatum ist der 16.06. Das ist in Ordnung per Luftpost. Wiegen wir es. Auch das ist gut. State muss also nach Mafau gehen. Geht von Kingdom of Zecha aus und enthält hoffentlich keinen Fisch. Enthält eine Waffe, aber das ist in Mafau völligst legal. Schmeißen wir das hier mal wieder weg. Per Luftpost nach Mafau, 16.06. Das ist in Ordnung und die Nummer, die sieht auch in Ordnung aus. Jetzt wollte ich gerade hier den Begleitzettel wegschmeißen. 40 Sekunden haben wir nur noch. Dann machen wir jetzt hier erstmal kurz einen Prozess und schmeißen die ganzen Pakete rein. Dass wir die auch safe alle weg haben. Hier oben müssen wir noch unser... Ein Problem mit Bestimmungsland. Okay. Da muss ich irgendwas übersehen haben. Per LKW geht's nach West Dengli, das ist in Zecha, Absender ist Mafau, da müssen wir nochmal kurz auf Radioaktivität prüfen. 23.06. ist in Ordnung, Teil 1 von 2 und du warst Teil
Heil 2 von 2. Du bist nämlich gut. Dann bist du auch gut. Plus 9. Nein. Ganz knapp. Ganz knapp. Nächstes Level haben wir auf jeden Fall geschafft. Auch wenn es diesmal nur 11 Pakete waren, reicht es trotzdem. Wir haben ein bisschen unser Gesamtbudget erhöht und dafür würde ich sagen, gönnen wir uns mal den Monitor für 400 Dollar und springen in Tag 15, können da gleich unseren Monitor neu einsetzen, den wir hier jetzt schön fett als Flatscreen haben. Noch ein Tag, den vergebens vergehen wird. Verbotslisten könnten sich verändern. Weitere Informationen kannst du im Buch finden. Gruppennummern bleiben gleich. Begleitpapiere haben wir auch noch. Gewichte haben sich nicht verändert. Länderregeln bleiben gleich. Drogen, Waffen nicht in die UMSR, aber MAV möchte diesmal keine Süßigkeiten haben. Jetzt frage ich mich, wie erkenne ich denn Süßigkeiten in dem Scanner? Aber gut, Radioaktivität kommt auch wieder nur aus MAV. Vielleicht sind es dann radioaktive Süßigkeiten, die produzieren. Ach komm, wir holen die Geigerzähler gleich noch mit, während da die Pakete angefahren kommen. Holen wir gleich mal die nächsten ran und beginnen. Absendungsland MAV. Können wir gleich mal hier mit dem Geigerzähler ran. Ist schon rum. Rot ist böse. Land UMSR, Nummer haben wir, Lieferdatum passt. Die Adresse passt per Luftfracht. Wir haben eine Teilenummer. Mal schauen, wo denn das andere Teil ist. Ist es vielleicht das hier? Nein, ist es nicht. Dann wiegen wir es erstmal. Auch das ist okay. Wir scannen es. Es ist ein Fisch drinnen. Das können wir so auch akzeptieren. Dann brauchen wir unseren Scanner und schauen mal auf die Anzeige. Nummer passt, Datum passt, UMSR passt. Dann kommst du einmal hier hin, bis wir deinen Bruder finden. Chitka State per Luftfracht. Nach MAV wiegen wir es erstmal. Das ist in Ordnung. Dann checken wir mal, ob da eine Süßigkeit drin ist. Ich denke mal, eine Spritze zählt nicht unbedingt als Süßigkeit. Das ist vielleicht eher eine Droge. Haben wir denn einen Strichcode? Nein, aber sonst haben wir eigentlich alles außer... Ne, Adresse haben wir. Datum haben wir auch, dann grün. Schauen wir mal, ob das richtig war. Sieht gut aus. Lieferdatum passt, Nummer passt, Strichcode haben wir. Geht nach MAV von UMSR aus per Zug. Dann bitte einmal in den Scanner hinein. Wieder ein Fisch, das ist in Ordnung. Gucken, was der Barcode sagt. MAV per Zug, 17.06.50 mit der gültigen Nummer und ab dafür. Nächstes Päckchen. Sowjet Rep muss also in die UMSR, kommt von Segistan. 15.12.50 ist gültig. Wir haben eine Nummer, wir haben sogar schon wieder einen Strichcode. Wir scannen das Ganze mal auf Waffen, haben aber nur Papier. Dann einmal bitte... Also dieses Rumgehopse ist teilweise echt... Ah! So, 15.12.50. Wo war denn jetzt deine Nummer? Das ist in Ordnung. UMSR passt auch. Grün. Nächstes Paket. Teil G11.0011 2 von 2. Nummer B. Ach, was weiß ich, irgendein anderes Teil. Sowjet Rep per Zug. UMSR passt, Datum passt, Nummer haben wir, checken wir aber, weil UMSR. Alkohol ist da zulässig. Jetzt schauen wir mal noch, ob wir einen Strichcode haben. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Dann einmal grün. 3 Minuten 50 verbleiben. Nach Longa mit Strichcode. Nummer haben wir. Datum passt. Luftfracht. Absendungsland MAV. Segistan ist passend zur Adresse. Ist aber zu schwer. Rot.
Neue Kiste per Luftfracht Teil G1100112. War das das hier? Ich habe nicht dran gedacht, das aufzuheben. Das ist es. 2 von 2. Jetzt müssen wir nur mal kurz, das müssen wir hier mal aufheben, checken, ob das hier überhaupt in Ordnung ist, das Paket. Luftfracht kommt aus UMSR Zambut, müsste eigentlich in Usbekistan sein. Wiegen wir das Ganze mal ab. Ist zu schwer, also dürfen wir eigentlich keines der beiden durchlassen. 2 Minuten 52 Sekunden. Sowjet Rep, UMSR ist unser Ziel. Wir haben eine neue Nummer, wir haben eine Luftfracht, wir haben eine Paketnummer, ein gültiges Lieferdatum. Müssen es wiegen. Müssen in den Scanner damit binden. Banane und Apfel. Und müssen warten. Ich würde sagen, wir machen mal, warte mal, grün war links. Hier links sind die grünen Pakete, die wir noch keine Nummer zuordnen können. Und rechts sind dann die Pakete mit Nummer, die böse sind. UMSR ist unser Zielland. Wir haben eine Nummer, wir haben ein gültiges Datum per Luftfracht. Ertes Rep passt. Und da haben wir auch schon die Nummer A. Müssen wir nur noch scannen, ob das auch insgesamt passt. UMSR per Zug, per Luftpost, also beides rot. 1 Minute 53. Per Luftfracht nach Nelks. Nelks ist in Kingdom of Zecha, kommt aus Mafau. Datum passt, Nummer passt. Was sagt denn der Geigerzähler? Auch der ist zufrieden. Ein Strichcode oder irgendwas dergleichen haben wir nicht drauf. Luftfracht ist auch in Ordnung. Prüfen wir mal weiter mit einer gültigen Nummer. Gültiges Datum. Strichcode. Per Luftfracht UMSR kommt von Mafau. Das ist in Ordnung. Das müssen wir noch scannen. Das passt auch. So, jetzt müssen wir nur noch den Strichcode überprüfen. UMSR per Luft 22.06.50 mit einer Nummer, die anfängt 34109A109 und grün. 50 Sekunden. Nummer haben wir, Datum passt, Nelks per LKW, Nelks ist im Kingdom of Zecha, Segistan ist unser Absender. Das sieht soweit erstmal alles gut aus. Wir haben noch 40 Sekunden, dann machen wir noch ein Päckchen mit. Rep, da haben wir ein neues Teil, stellen wir gleich mal nebenan. Ich weiß nicht, ob wir das andere Teil überhaupt noch finden können in den 30 verbleibenden Sekunden. Kommt von Mafau, geht an UMSR, müssen wir noch schnell scannen. Weiß auch immer da das schon wieder ist. Nummer haben wir, Adresse passt, per Zug mit dem Datum, das passt auch. So, grün. Und der Rest ist jetzt alles erstmal wieder rot. Und wir haben ein Paket zerstört, mit dem es kein Problem gab. UMSR schickt Wandia und wir schaffen es nicht ganz, aber 10 Pakete ohne Fehler gibt uns 550 Dollar, das heißt plus 50 Dollar auf unser Konto und wir kommen ins nächste Level, das wäre Level Nummer 16. Langsam wird es echt spannend und wir kriegen neue Aufgaben dazu, glaube ich. Noch ein Tag, den vergebens vergehen wird. Die Regeln haben sich verändert. Wenn es ein Aufkleber-Telefon auf dem Paket gibt, brauchst du den Kunden anzurufen. Verbotslisten könnten sich verändern. Weitere Informationen kannst du im Buch finden. Hauptregeln bleiben gleich. Datum bleibt gleich. Gruppennummern bleibt gleich. Begleitpapiere bleibt gleich. Neu dazu kommt Kunden anrufen. Wenn es dieses Zeichen auf der Schachtel gibt, sollen Sie den Kunden anrufen. Die Telefonnummer ist in den Begleitpapieren. Also müssen wir es wahrscheinlich einmal abscannen und dann anrufen. Gewichtsregeln bleiben auch identisch. Die Adressen bleiben gleich.
MAV möchte diesmal keine Früchte, UMSR hat immer noch was gegen Drogen und Waffen. Verstrahlt ist nach wie vor nur MAV und wir haben wieder etwas mehr Zeit, nämlich 7 Minuten haben wir dazu bekommen. Dann beeilen wir uns mal. Langsam muss ich sagen, ist es echt... Boah, man muss sich schon ordentlich konzentrieren. Ich finde es auch mittlerweile ein bisschen schwierig, tatsächlich das zu kommentieren, weil man gleichzeitig ja noch bei dem Reden auch die ganzen Informationen überprüfen muss. Ob die denn alle da sind, wenn ich also mal kurz schweige und nichts zu den Paketen erzähle, dann seht mir das bitte nach, dann muss ich mich mal kurz darauf konzentrieren, weil das mittlerweile eine große Informationsflut ist. Man muss sich viel merken und viel gleichzeitig am besten prüfen, dass man das in der Zeit auch noch schafft. Wir beginnen direkt mal mit einem Telefongespräch. Die Zeit läuft, gültige Nummer, Absender ist Segistan, Datum passt. Der Zug... Geht es in die UMSR, müsste zumindest der Fall sein, aber steht nichts drauf, also weg. Rot. Nächstes Paket hat eine Nummer, hat ein gültiges Lieferdatum, kommt von UMSR, geht nach Segistan. Adresse passt per Zug. Da können wir direkt in die Grünen gehen. Mit einer Teilenummer. Geht es nach Nelx, das müsste Kingdom of Zecha sein, per Luftfracht. Lieferdatum passt, Kingdom of Zecha passt. Numero haben wir auch, Gewicht ist in Ordnung. Wir brauchen einen Scanner für den Barcode. Prüfen jetzt erstmal Kingdom of Zecha, die Nummer passt. 16.11.50 981705. Guten Tag, das ist Kurierdienst. Müssen wir Ihnen das Paket schicken? Schicken Sie schneller. Okay. Nummer haben wir Land UMSR, das heißt, wir müssen es scannen. Wir haben eine neue Teilenummer per LKW. Mertis Rep passt. Jetzt prüfen wir erstmal, ob da was Gefährliches drin ist. Das ist nicht der Fall. Dann können wir es hier hinstellen. Das war jetzt, wir drehen mal die Teile noch mal ein bisschen nach vorne. Teil 1 von 2 und das ist Teil 2 von 2. Das ist dieselbe Nummer. Dann beide bitte einmal grün. So, nächstes Paket oder nächster, hier. Na, wie sagt man denn dazu? Kiste. Nummer haben wir, Kingdom of Zecha haben wir. Kommt aus MAV, die Adresse wäre richtig, per Luftfracht. Zu einem gültigen Datum. Geigerzähler ist damit einverstanden. Wir brauchen eigentlich nichts mehr. Wir müssen nur noch gucken, ob irgendwo noch so ein Strichcode drauf ist. Nein, also ab in den grünen Schlund. Ah, ich habe gerade noch gesagt Luftfracht, oder? Ich habe doch eben noch gesagt Luftfracht. Ich habe es nicht gewogen. Ich habe mir es gedacht, als ich hier das Flugzeugsymbol gesehen habe. Verdammte Axt. Nummer haben wir, Datum passt. Wir haben eine Teilenummer, auch die Adresse passt. Dann wiegen wir mal das Ganze ab. Das ist in Ordnung. Dann einmal grün. Jetzt dürfen wir keinen Fehler mehr machen, sonst kostet uns das Kohle. Kingdom of Zecha, kommt es her, nach Segistan geht's. Schickwandia müsste doch aber eigentlich in... Kingdom of Zecha sein. Ach genau, passt. Absendeland war Segistan. Per Luftfracht. Was mir so ein bisschen fehlt an dem Paket ist die Nummer. Und weg damit in den roten. Neues Paket. Nummer haben wir, Datum passt. Absender ist UMSR. Empfänger ist MAV. Chitkastel passt. Per LKW auch das Ganze. Dann müssen wir es einmal prüfen. Drin ist eine Flasche Wein. Das müsste grün sein, wenn ich mich nämlich nicht verguckt habe. Geht es diesmal um Früchte. 3 Minuten 25 haben wir noch. Machen wir wieder ein Telefonpaket. Nummer haben wir Land UMSR. Datum passt. Per LKW auch die Adresse passt. Das ist alles gut. Dann scannen wir es einmal hier drinnen. Alkohol ist erlaubt. Mal gucken, was der Barcode sagt. Wir brauchen ja auch eine neue Telefonnummer.
10.07.50 passt, die Nummer passt, Land UMSR und das Ganze per LKW, wenn ich mich nicht täusche, war dem auch so, genau. 995694. Und derweil holen wir schon mal das nächste Paket. Wir haben eine Nummer, wir haben eine Adresse. Jemand sagt Punkt, Punkt, Punkt. Wir haben eine neue Teilenummer. Per Zug. MAV. Gültiges Datum. Der will auf jeden Fall sein Paket haben. Das passt. MAV müssen wir aber prüfen, ob Früchte drin sind. Das ist nicht der Fall. Das ist nur Alkohol. Sonst haben wir nichts drauf. Außer vielleicht die Teilenummer D. Die müssen wir jetzt hier noch schnell drauf suchen. Das passt. Das sieht gut aus. Dann haben wir zweimal grün. Und auch hier haben wir grün. Land UMSR kommt aus Kingdom of Zecha. Dann checken wir gleich mal den Scan. Haben Früchte drinnen. Die brauchen wir aber nicht weiter zu beachten. Die sind nämlich zulässig per LKW. Adresse passt. Wir haben aber eine Teilenummer. 1:40 auf der Uhr. Noch eine Teilnummer per LKW. Nach UMSR von MAV ausgehend. Die Adresse passt, die Nummer passt, Geigerzähler passt. Schauen wir mal, ob wir Drogen oder Waffen finden. Nein, wir finden einen Fisch. Dann drehen wir uns mal die Teilnummer mit G zurecht. Was war es denn hier bei dir? Da war es die Nummer C. Also einmal C, einmal G. Dann Zambut per Luft, Segistan ist der Empfänger, 14.07. passt, Nummer haben wir, Teilenummer passt auch, wenn das passt, können wir unser G-Paket verschicken. Grün, grün, 50 Sekunden, Nummer passt, geht nach MAV, das müssen wir also erstmal scannen, die Adresse, die passt auch. Alkohol drin, das ist zulässig. Lieferdatum ist in Ordnung per Zug. Ansonsten sehe ich da jetzt keine Schwierigkeiten. 30 Sekunden. Jetzt müssen wir langsam mal schauen, dass wir noch das zweite Teil da finden. Kingdom of Zecha, gültiges Datum, Nummer passt, Adresse passt. Teilenummer B. Das wäre grün. 20 Sekunden. Vielleicht finden wir noch schnell was. Die Nummer passt auch. Fakrat per LKW. Grün. So, jetzt gilt's. Und schnell noch nach unten. So, boah. 13 Pakete haben wir geschafft, Leute. Finde ich ein gutes Resultat, weil wir bekommen $715 plus bei Kosten von $500 für Level 17. Das heißt, unser Gesamtbudget steigt auf $460 an. Und für $400 können wir uns ein automatisches Telefon leisten, das dann automatisch die Nummer von der Kundennummer wählt. Das heißt, wir müssen es nicht mehr selber machen, sind da wieder etwas schneller. Dafür spielen wir aber erstmal Level 17, bauen uns wieder einen Puffer auf und kaufen uns dann das Telefon für Level 18, würde ich vorschlagen. Aber auch das in der nächsten Folge, beginnend mit Level 17. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr Spaß hattet, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und nicht vergessen, ein Abo hilft euch dabei, keine Folgen zu verpassen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, freut mich natürlich auch immer. Wenn wir wieder Pakete werfen und sprengen, heißt es Boxes Inc. Bis dahin, ciao.